Also mein Name ist Jessica Senft. Ich bin Anna Hertwig und wir sind Teil des Marketingteams von der Oberhof Sportstätten GmbH. Also der Name Oberhof bzw. der Ort wird natürlich als erstes immer in Verbindung gebracht mit dem Wintersport. Wir haben hier einen Biathlon-Weltcup, der eine wunderbare Werbung ist für den Ort, für die Region, für den Thüringer Wald. Zusätzlich zum Biathlon-Weltcup und zur DKB-Ski-Arena haben wir natürlich auch noch einige Spitzensportanlagen, wo bereits ganz viele Olympiasieger, Weltmeister gemacht worden sind und auch hoffentlich noch gemacht werden. Ja, der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum kümmert sich darum, dass weiterhin Sportler trainieren, aktiv sich vorbereiten auf ihre Wettkämpfe. Und wir als Oberhof Sportstätten GmbH sorgen dafür, dass die Touristen und die Gäste in Oberhof das Ganze auch mal ausprobieren können. Also wir können die Rennschlitten und Bobbahn mit dem Eisraftingboot oder mit dem Sommerbob hinunterfahren. Die Leute können natürlich auch in der DKB Skisporthalle auf den gleichen Läufen wie die Spitzensportler trainieren oder mal in der Biathlonhalle, in der Schießhalle wirklich mal Biathlon-Feeling ausprobieren. Also bei den Veranstaltungen und Events ist es wirklich die Gesamtheit. Da kann man den Biathlon nicht alleine sehen. Es geht los bei der kleinen Zeltkirmes, bei den Feuerwehrfesten, bis hin zu besonderen Konzerten im Rennsteiggarten oder vielen anderen Sachen. Dieses Ganzheitliche, das da zusammenführt, dass da viel Tradition auch überbracht wird und weitergegeben wird, ist schon ganz wichtig, auch dass die Gäste das kennenlernen. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite wirklich den Spitzensport. Wir haben jetzt im Herbst 7 deutsche Meisterschaften innerhalb von 6 Wochen. Ein unglaublich großes sportliches Programm. Die Verrücktesten stürzen sich im Einrad oder auf dem Einrad unseren Downhill Trail im Bikepark Oberhof runter. Also das sind spektakuläre Bilder einfach, oder Erlebnisse, die die Gäste auch mitbekommen, auch wenn man nur zuschaut. Und dann haben wir natürlich auch schon seit über 40 Jahren den Gutsmuts Rennsteiglauf, einer der beliebtesten Volksläufe hier. Da rennen die Sportler entlang des Rennsteigs oder wandern einfach ganz gemütlich entlang und freuen sich, einfach sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Ja, die Aktivtouristen erfreuen sich natürlich immer des Rennsteiges, des Waldes, gehen wandern, gehen Radfahren und erleben Thüringen ganz hautnah. Also die Thüringer Küche, die Tradition, die Gastfreundschaft, da zählt einfach genau das rein. Also ich persönlich wünsche mir einfach, dass das Land Thüringen mit all seinen Facetten und Potenzialen, die es im Tagungsbereich hat, wahrgenommen wird nach außen. Und damit wäre dann auch eine Vernetzung gegeben, dass jeder vom anderen weiß und jeder die Stärken des anderen kennt.